Servus, ich bin's, euer Stefan. Heute geht's um die Burgbrunn im Altmühltal. Burgbrunn ist eine der bekanntesten Burganlagen in Bayern. Sie gilt als eng verbunden mit dem berühmten Nibelungenlied. Die Burg war einst im Besitz der Grafen zu Haag in Oberbayern. Diese waren eng verwandt und befreundet mit den Ortenburger Grafen. Und diesen Zusammenhang schauen wir uns heute an. Wie sah die Geschichte Brunns unter den Haager Grafen aus? Burgbrunn war seit 1311 im Pfandschaftsbesitz der Frauenburger oder Frauenberger, wie sie genannt wurden. 1338 erwarben sie letztendlich die Burganlage käuflich vom Hause Wittelsbach. Aber sie wurde nie Teil der oberbayerischen Grafschaft Haag, sondern blieb ein bayerisches Lehen. Zeitweise war Burgbrunn wiederholt Witwensitz der Familie. Ein ähnliches Schicksal zu Neu-Ortenburg, wie wir es kennen. Wichtige Ereignisse fanden hier statt, auch in Bezug auf Ortenburg. Diese wollen wir uns genauer heute ansehen. Wie kamen die Beziehungen zwischen Haag und Ortenburg zustande? Die Ortenburger Grafen waren mit den Frauenbergern eng verwandt. 1464 hatte unter anderem Graf Georg II. Anastasia von Frauenberg geheiratet. Das war die erste Ehe innerhalb der beiden Familien. Allerdings heiratete der Graf in eine Seitenlinie des Hauses Frauenberg ein. Die Folge war ein jahrzehntelanger Streit später um die Burg Saldenburg im Bayerischen Wald. Das ist aber eine andere Geschichte. Der letzte Graf von Haag, Ladislaus, war evangelisch gesinnt im 16. Jahrhundert und er hatte damit enge Verbindungen zu, na wem wohl, Graf Joachim zu Ortenburg. Es kam beispielsweise sogar der erste evangelische Prediger Ortenburgs, Johann Friedrich Zöllestin, ursprünglich aus Haag, denn Graf Ladislaus hat ihm den Ortenburger Grafen empfohlen. Ladislaus war aufgrund seiner evangelischen Gesinnung wie Joachim einst ein enger Gegner von Herzog Albrecht V. von Bayern. Daneben gab es aber noch etwas, was die beiden verband, und zwar die Schwester des Grafen, Maximiliana, heiratete 1538 zu Mattighofen Graf Karl I. von Ortenburg. Wie kam es nun, dass Graf Joachim nach Brunn kam? Am 31. August 1566 verstarb Graf Ladislaus von Haag ohne männliche Erben. Damit fiel letztendlich Burgbrunn als bayerisches Lehen zurück an die Wittelsbacher. Aber auch an die Grafschaft hatten die Wittelsbacher gedacht. Sie hatten eine Urkunde vom Kaiser, auf das sie letztendlich die Anwartschaft hatten. Daraufhin besetzten sie umgehend die Grafschaft und zogen auch diese an sich. Bayern hatte aber auch noch etwas vor. Nicht die Erben mit irgendwelchen Gegenständen zu beteiligen. Also sie sollten rein finanziell ausbezahlt werden. Es gab drei Erben, und zwar die jüngere Schwester, Gräfin Margarete von Haag, und zwei Nichten, Gräfin Veronika und Anna Maria von Ortenburg. Da die Eltern der Letzteren bereits verstorben waren, rückte jemand anders als Vormund von allen dreien ein, denn auch die junge Hagerin war noch nicht volljährig. Graf Joachim von Ortenburg. Im Folgejahr, am 15. bis 21. März, war Joachim trotz des schwelenden Reformationskonflikts gemeinsam mit bayerischen Kommissaren auf Haag und dort ließ er ein Nachlassinventar erstellen. Sie waren äußerst gründlich. Allein 158 Seiten umfassten sage und schreibe 8600 Gegenstände. Der Verbleib einer Liste für Brunn, die damals ebenso erstellt werden musste, ist heute leider ungeklärt. Das reiche Erbe wurde daraufhin aufgeteilt. Überliefert ist beispielsweise, dass Anna Maria allein 16.000 Gulden extra aus dieser Erbschaft erhielt, die ihr späterer Ehemann Hartmann II. Von Liechtenstein 1576 extra zu versichern hatte, neben der gräflichen Mitgift aus ihrer Ortenburger Familie. Mit dieser Ehe kamen übrigens auch viele Gegenstände oder auch Gemälde, einerseits aus Haag und andererseits aus Söldenau, aus dessen Familie sie ja stammte, an das Haus Liechtenstein.
Brunn ist berühmt als Ort der Entdeckung einer Nibelungenschrift. Wer hat es aber nun entdeckt? Die Quellen sind sich tatsächlich uneins darüber, wer die Nibelungenschrift entdeckt hat. Einerseits heißt es Vigelius Hund, ein bayerischer Jurist, Genealoge und einst auch Hofratspräsident des bayerischen Herzogs. Er hat es nachweislich 1575 bei einer großen, prunkvollen Prozession der herzoglichen Hofbibliothek übergeben. Das ist übrigens heute die Bayerische Staatsbibliothek. Angeblich soll er es auf Forschungsreisen entweder 1567 oder 1575 hier auf Brunn entdeckt haben. Weiter heißt es in manchen Quellen, Joachim soll es ihm nach seiner Entdeckung geschenkt haben. Das Problem dabei ist, dass die Quellen nicht die historischen Tatsachen letztendlich mit betrachten. 1575 war Brunn letztendlich bayerisch. Joachim konnte gar nicht mehr hier sein. Der Entdeckungszeitpunkt muss also 1567 sein. Und da war Joachim schließlich vor Ort, um das Inventar zu erstellen für die Erben. Und bei dieser Erstellung wurde natürlich auch die Bibliothek, die sich hier auf Brunn befand, letztendlich gesichtet. Vigelius Hund war zwar befreundet mit Graf Joachim, er war aber keiner der bayerischen Kommissare. Höchstwahrscheinlich hat Vigelius Hund, nachdem er ja mit Joachim befreundet war, ihn hier in Brunn letztendlich besucht. Und angeblich hat er ihm das Buch dort auch abgeschwatzt. Tatsächliche Entdecker der Nibelungenhandschrift bzw. des Brunner Kodex, wie er genannt wird, oder auch Handschrift D, ist somit eigentlich Graf Joachim und die bayerischen Kommissare. Warum gab Graf Joachim das Nibelungenlied weiter? Graf Joachim zu Ortenburg war nachweislich ein Büchernarr. Er erwarb diverse Bücher in ganz Europa, oft auch sehr gezielt, und aber auch nur bestimmte Bereiche. Nicht alles passte in seine Fachbibliothek. Theoretisch wäre das Nibelungenlied auch passend gewesen. Unklar ist aber, ob er auch selbst ein eigenes Exemplar des Nibelungenlieds einst besessen hatte und es daher verschenkte. Nachweislich ist, dass er wiederholt Bücher an diverse Adelige oder Freunde auch wirklich verschenkt hatte. Möglicherweise verschenkte er es aber auch ganz bewusst, selbst wenn er kein eigenes Exemplar davon hatte. Vielleicht wusste er, wer als Vorlage für die bösen bzw. für die schrecklichen Taten, die darin vorkommen, letztendlich diente, seine Familie. Das ist aber eine andere Geschichte. So viel zum heutigen Thema der Burg Brunn, dem Nibelungenlied und dem Entdecker Graf Joachim. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal, euer Stefan.